Yo, meine lieben Brohis, was geht heute ab? Natürlich geht es mal wieder. Ihr habt jetzt 9 Likes draufgelassen oder 10. Keine Ahnung, mehr so ganz genau. Ich habe es gerade erst vor ein paar Minuten drauf geschaut, habe es wieder vergessen. Ich bin gut, natürlich. Heute geht es mal wieder weiter, weil ihr wolltet das wieder schon weiterhin sehen. Und der ist auch ziemlich flott und wurde auch ziemlich oft angeschaut. Also die Hälfte hat wettet, sogar über die Hälfte. Wo dabei war, hat man leider nicht bewertet, hat auch leider nicht gesagt, wie sie es finden. Hätte ich sehr schön gefunden, aber ja, man kann ja nicht immer Glück haben. Und nur, dass ihr es wisst, ich lutsche jetzt gleich. ja, ich habe Halsschmerzen, deswegen tue ich mir am Pfefferminzbonbon, also Hustenbonbon. Oh nein. Was ihr es halt wisst. So, und hier sind wir wieder. So, der Ladescreen ist vorbei und wir spielen jetzt wieder los. Wir wollen diese riesige Basis erobern. Wie es funktioniert. Also übrigens, wir sind jetzt gerade auf Eos. Ja, also aus dem ersten Planeten, was wir haben bisher. Ich habe genau 3 Waffen, glaube ich, erfahren. Ist jetzt oder was? 2. Warte. Ja, ich habe 3 Waffen, also ich habe die hier. Und eine Pumpgun. Eine Pumpgun, ja, die verwende ich jetzt eher weniger. Also eine Zoom und oben könnt ihr sehen bei den Zoom, wie weit ich damit zielen kann ungefähr. Okay, also der Zoom ist wirklich beschränkt. Jetzt versucht direkt einen Headshot zu geben. Na, no, nicht getroffen. Knapp an Ohrläppchen vorbei, weißt du. So, also auf jeden Fall die Waffe funktioniert super. Das ist halt so ein leeres Geschwätz. Und tot ist er. Tot ist er. Also das ist wie so ein Sniper. Aber eigentlich auch wieder nicht. Damit könnt ihr echt super, wirklich super ausschalten. Die kann man auch wieder verbessern. Ich zeige euch auch gerne, wo die ist. Oh shit, was ist das? Ah, ja. Ah, übrigens, da haben wir unsere Drohne. Haben wir es geschafft? Ist er kaputt? Ja, wir haben es Teil kaputt gemacht. Es ist wirklich anstrengend, hier reinzukommen. Aber wir haben es geschafft. Alle erwischt. Normalerweise bin ich ab hier schon unbesiegbar, wo ich das damals gemacht habe, aber ja, man muss ja nicht immer unbesiegbar sein, oder? Konsole online. Bleiben Sie innerhalb Ihres Radius. Okay.
Also ihr seht, die Waffe macht unheimlich Damage. Natürlich habe ich meine Drohne, die hilft mir immer ganz gut. Aber die hier finde ich auch nicht schlecht. Oh fuck, ja, ich muss da drin bleiben. Hier liegt sehr viel Sachen rum, sehr viele. Ich freue mich schon richtig darauf. Obwohl, ich habe noch so viel Zeit, ich könnte rein theoretisch einmal durchlaufen. Also das ist halt sehr wichtig, dass ich die Sachen hier einsammle. Deswegen laufe ich schnell durch. Ist ja nicht so schlimm unbedingt, wenn ich mal schnell durchrenne. Manche haben die auch richtig gute Sachen dabei. Da will man ungern die Chance verspielen. Also pass auf, wenn ich jetzt nochmal hier drauf drücke, verschwindet er. Oh. So, jetzt verschwindet er. Oder? Oder war das so? Ne, so kann ich ja irgendwo hin befehlen. Wenn ich ihn wegmachen will, muss ich ganz lange drauf drücken. Dann ist er bloß unsichtbar, so gesehen. So. Wir haben, was wir brauchen. Dann gehen wir rein, oder? Oh. Wir wollen wohl keine Besucher. What? Der schwebt? Oh, ich hätte ja auf den falschen drauf geschossen. Natürlich rüste ich mich schon so weit aus, dass sie mir halt kaum Schaden machen. Aber trotzdem bin ich deswegen jetzt nicht gerade unbesiegbar. Ich habe mir jetzt schon so weit ausgerüstet, dass sie mich eigentlich kaum Schaden machen können. Aber wenn mehrere kommen, dann sterbe ich ziemlich schnell. So, können wir jetzt langsam mal rein. Dass ihr es gleich wisst, das gehört auch noch zum ganzen Spiel dazu. Ist sehr wichtiger dieser Teil, dass man den auch macht. So, ich zeige euch jetzt auch gerne, dass wie man da reinkommt, ohne dass man gleich stirbt am Anfang. Ich nehme an, das ist der Befehlshaftige. Ich erwische den komischerweise nicht. Wir sind von Wahnsinnigen umgeben. Ja, den habe ich jetzt erwischt. Okay, gut. Ja, gehen wir jetzt einfach rein. Fertig. Solange da nichts Großes kommt, kannst du sowieso kaum Schaden anrichten. Oh, ein Haufen, Kumpel. So viele können wir zwar gar nicht töten. Wie wir hier sind. Hier ist überall übrigens die Konsole zum Hacken. Das ist eigentlich, also ich finde es jetzt nicht gerade overcool. Auf jeden Fall ist auch noch wichtiges, also nicht so wichtig, aber man sollte es halt auch machen, dass man auch ein bisschen versteht, warum man das macht und so weiter. Alter, das ist lange laufen, Alter. Das ist, oh fuck. So. Und hops. Okay, meine Drohne ist auch wieder da. Sobald die schießen, haben wir ein Problem. Wer wurde? So. Also ich weiß jetzt nicht, wie ihr es sieht, aber beim letzten Livestream ja habt ihr ja gesehen eigentlich, dass ich ziemlich wenig rausschneiden muss. Aber manchmal gibt es schon so Sachen, da verliere ich halt auch öfters. Weil ich es halt nicht ganz so geschmeidig hinbekomme. Gut, warum kann ich jetzt nicht aufheben? So, jetzt hat. Besuchen wir die zweimal da hinten. So, tot ist er. Dieser Ort ist riesig. Okay, was ist daran so schlimm? Man braucht auch Stil.
Oh shit, jetzt sind wir tot. Okay, dass ihr es gleich wisst, das war jetzt nicht so geplant. Das sind halt die Sachen, wo ich normalerweise rausschneide. Ich lasse jetzt mal drin. Ihr könnt es sehen, also wirklich, ich kann auch fehlen in diesem Spiel. Und so öfters als ihr denkt. Ja. Und ich hatte letzte Zeit einer angeschrieben, hat zu mir gesagt, du kannst sowieso nicht fehlen, weil du es in- und auswendig kennst. Ich tue schon fehlen, bloß ich schneide es öfters mal raus. Na, oh, wer schießt denn jetzt hat? Der da hinten. So, da kriegt jetzt mal einen Sturm. Okay. Ey, es hat sich richtig eklig an, das Teil. Also ich weiß nicht, ob ihr das genauso gut hört wie ich, aber es hat sich. Als würde jemand die Knochen brechen. Ich glaube, ich mach das Störsignal mal aus hier. Das hält ja kein Mensch aus. Alter. Holy shit! Alter! Also das erste ist hier. Okay. Wir wissen, der Kroganer, der ist unbesiegbar. Das hat uns gerade ins Ohr gebrüllt. Holy shit! Da ist sogar keiner. Ich verstehe zwar jetzt gerade nicht die Logik dahinter, aber egal. Das war doch ein bisschen runter. Also sorry, ich muss auch selber gerade suchen, wo ich eigentlich hier hin muss. Hey, da war ich doch gerade eben oben, oder? Was ist mit dem Kroganer los? What the hell, wo muss ich denn hin? Also irgendwie gibt es hier gerade echt wenig zu tun. Da, oh, dahinter muss man. Da ist nur einer. Sicherheitsvorrichtung 3. So, jetzt gibt es da hinten noch mal einen. Haben wir schon. Und dort unten. Dann holen wir uns den mal da unten. Und brutzeln unsere Gegner, falls wir unterwegs welche sehen. Alter, so geht es. Weggebrutzelt. Letzte Steuerkonsole und Scheißgeräusch dürfte jetzt weg sein. Nein, noch nicht. Ich frage mich, wie lange die Cat schon hier war. Also wie das Riesen aufgestelltes Ärgernis, als ich hier angekommen bin. Okay, das. Ja, die geben uns zu verstehen, dass die hier schon verdammt lange sind, dass wir uns echt Sorgen machen müssen, dass wir auf einmal noch größere Cat-Basen als die hier sehen. So. Ey, kann ich. Ich hasse das Geräusch gerade so sehr. Na also, hoffen wir, dass sie das aufhält. Ey, dich hab ich gesehen. Ey, da Stromladung. Ja, ganz kurz was. Oh, ich hab doch gar nichts. Oh, Drex. Ja. Ich hab nichts upgraden. Okay, goldene Sachen sind immer gut. Also ich weiß nicht, was ich jetzt noch sagen soll. Also ich bin ziemlich froh, dass ihr immer hier so guten Content, also immer schon gut bewertet und so weiter. Außer Kommentare, das lasst ihr ungern, habe ich mitbekommen. Boah, Alter, schreibt mir doch nicht in die Löffel. Alter. Die schreien einen so hardcore in die Löffel. Also nur, dass ihr wisst, Löffel heißt Ohren bei mir. So, Kumpel, was jetzt? Jetzt bist du tot. Also ich nicht denken, dass die Waffe OP wäre, aber ich spiele es sowieso jetzt gerade auf Story, weil ich will euch mehr die Story zeigen. Also Story bedeutet so viel, dass der Kampf einigermaßen einfach ist. Okay, ganz einfach ist das auch wieder nicht, aber er ist auch nicht schwer. Aber ich zeige euch die OP-Waffe noch, weil ich finde einfach die niemals Munition leer. Einfach immer schießen, durchgehen kannst auf die Gegner drauf schießen und du kannst sogar bei Hardcore die ganze Zeit durchgehend überleben. Wenn du es komplett ausgerüstet hast und so wie es sein soll, dann kannst du durchgehend überleben ohne ein einziges Problem.
Dann kannst du auch auf den schwersten Modus hier spielen, ohne Probleme. Wer mir es nicht glaubt, ja, der wird dann schon sehen, ob es stimmt oder nicht. Ja, kennt ihr das, wenn ihr so einen total trockenen Hals habt? Ich habe dagegen so ein Hustenbonbon. Das nehme ich jetzt mal ein, wenn es euch nicht stört. Hoffe ich mal. So. Und ein Behälter. Oh, neuer Helm. Nicht schlecht. Scannen. Nein, Terminal. Monsterbehälter, yay. Auch wenn ihr mir es nicht glaubt, ich mag es. Ich liebe es, eine Waffe zu finden. Werdet ihr aber auch gleich sehen, warum. Umso mehr Waffen ich finde, umso leichter ist es am Ende für mich. Ich zeige es euch einfach. Ihr könnt diese Waffen auseinanderschrauben. Das heißt, ihr bekommt Material von denen. Da geht es hier drauf. Auf Inventar. So. Diese Waffe. Schau es mir an. Da, ich brauche es jetzt nicht, weil ich bin nicht so einer. Ich habe meine Waffe, was ich brauche. So, und jetzt hat zerlegen. So, das bekomme ich davon alles. Und das nehme ich mir auch mit Freuden an. Aber nicht machen, wenn ihr die Waffe nicht geschenkt bekommt, sondern so ganz normal. Dann nicht. Sonst wäre es jetzt ziemlich dumm. Und Fähigkeiten habe ich auch. Gut. Natürlich bei Tech. Diese Drohne kann bloß Phoebe machen. Und das hier kann ich mir jetzt auch holen. Was das ist, zeige ich euch auch gleich. Kraft zu weisen. So. Das ist so ein Bodengeschütz. Und das andere ist, was fliegt. Das ist immer gut. Achso, hat jetzt schon meine Drohne, die ist schon wieder fast aufgewertet, weil ich mir alles, wirklich alles reingesteckt habe, was ich gefunden habe. Aber natürlich bestätigen. Ihr könnt es wie nach dem, ihr könnt auch andere Sachen noch nehmen und dazu und hier und da und so und so. Also hier ist, man kann hier wirklich jede Sache verändern, was man will. Aber ich mache es immer, sobald ich meine Sachen voller habe, dann tue ich einfach immer random upgraden, weil es mich am Ende dann nicht mehr interessiert. Aber das hier ist jetzt schon hier. Gibt es das hier, da kommt hier solche Bonusse. Mein Bonus, mein Lieblingsbonus ist das hier. So, habe ich am liebsten. Weil, das hier. Ich liebe es so sehr. Also auch. Herr Wood, achso, wir sollen nach draußen gehen. Auf jeden Fall, wir haben die Cat-Basis zerstört. Okay, scheiß Bonbon, komm raus. Hallo. Okay, meine Bonbons lieben mich nicht. Die wollen mich verarschen. Die denken sich so, du frisst mich nicht. Ja, okay. So. So, was jetzt hat? Wo komme ich denn hier wieder raus? Okay. Bleiben Sie wachsam. Nur für den Fall. Es geht doch nichts über eine Ehrenrunde. Okay. Da waren noch ein paar. Also dies wäre jetzt eigentlich geschafft hier oben. Also das sind jetzt nur noch so Nebengeschichten. So. Wir können aber jetzt rein theoretisch rausgehen. Weil wir sind hier fertig. Ich liebe dieses Gebiet mehr einfach. Hier ran und da unten bin ich. Hier ran und unten bin ich. Und zum Beispiel, ihr packt diesen Sprung. Oh, ich bin doch gepackt. Und doch bin ich. Und doch bin ich. Ich erspare mir halt einen Haufen Weg.
So. Gut, ich bin immer noch drauf. Okay, die haben noch alle irgendeinen Scheiß. Sind einsammeln. So. Wo ist denn unser Schiff? Also wo ist unser... Ja, okay, ich hab's zerstört oder so. Hä, ich bin immer noch auf den Teil drauf. Vielleicht muss ich die doch machen oder so. Aber das Spiel spinnt gerade, wie es ausschaut. Ja, vielleicht muss ich hier... Ich schau jetzt mal ganz kurz. Ich schau jetzt mal ganz kurz nach, was los ist. Und dann... Ja, wir sehen uns gleich wieder. Der Herr und hier sind wir wieder. Eigentlich bei der gleichen Folge. Wie auch so weit wie möglich unterbrochen. Ja, deswegen. Ja, ihr seht ja. Also das Problem, ich habe keine Ahnung, vielleicht war es einfach nur ein Bug oder so, aber irgendwie wollte es nicht so ganz, wie ich es wollte. Ich habe keine Ahnung, wo das ist. Ich habe keine Ahnung. Ah, da oben. Schieß. Okay, jetzt brauchen wir, du bist tot. So. Das war's, keine Tipps. Das war aber, ich schieße ohne Ende. Ich kann auch ein bisschen upgraden. Keine Geschütze, und dann wird es immer heftiger, immer heftiger, immer heftiger. Finde ich voll geil. So. Jetzt dürfte aber eigentlich alles hingehauen haben. Wenn nicht, kann ich mir aber auch nicht denken, warum. Sind doch aber doch wieder Gegner. Was? Ständig um den Gegner. Aber schon, ich hab schon mal richtig kämpfen. Also auf jeden Fall wird die so anstrengend, so verdammt anstrengend, jedes Mal durchzugehen. Alter. Einmal mit Vollgas hier. Ich weiß nicht, was das war. Also, wie so eine Maschine, Alter. So. So. Der ist auf jeden Fall jetzt tot. So. Hä? Wo denn jetzt noch? Was? Wo denn? Wo schießt denn hier hin? Ich geh da auf den Gegner. Oh, ich geh da hin. Was ist denn von hier? Heftig. Ich hab eine Reichweite, die Bazooka. Bazooka. Das wisst ihr, das ist eine Bazooka, eindeutig, ich hab's. Hab ich vergessen, wie es heißt. Ja, ich möchte aber gerne noch die Waffe als Hintergrund haben. So, danke. Und ich hab einen ziemlich großen Bund. Hätte ich nicht erwartet. So. Ja, noch einen Haufen. Das hinten wohl keiner. Ja, schön einschießen. Die werden nicht sehen. Am besten, Alter. So, dir gebe ich jetzt einen Beitritt. So. Ja, ihr könnt von mir aus auch schon hingehen. Da eins. Da zwei und ich gerade aus in die Mitte. So, Alter. Mal Ausrottung. Allgemeine Ausrottung mit dem Cat. Schwede. Was jetzt? Ich glaube schon. Jetzt dürfte ich eigentlich ganz mal rauskommen. Und draußen müssen Haufen Bombs. Genau. So sollte das sein. Altes zerstören. Neues hin. Die natürlich gleich mit zerstören. Und dann jetzt hier bleiben. Können wir jetzt nicht machen. So, weil unser Geschütz ist zwar stark, aber so heftig stark ist es auch wieder nicht. Okay.
So, gut. So, jetzt müssten wir eigentlich draußen sein. Da ist noch irgendwas. Ich glaube eine mehr. So. Jetzt kann man eigentlich gehen. Das irgendwie ist unser Schiff weggebackt. Ach nee, den hat ich enden gelassen. Eieiei, bin ich geradelt. So. Alter. Komisch. Da habe ich wohl einfach bloß keinen Fehler gemacht. Ups, okay. Wären wir ja soweit. So, und falls ihr mir sehen wollt vom Master da drunter, dann lasst ihr einen Daumen nach oben da und wir sehen uns in der nächsten Folge. Yo, meine lieben Bones.